Viele ungeklärte Fragen, das könnte man als Überschrift über die gesamte Partei Die Linke schreiben und die wenigsten würden wohl widersprechen. Wer wird Parteichefin, wer Parteichef im Bundestagswahljahr? Wie geht die Partei mit linksextremen Positionen um? Wollen Sie regieren oder lieber nicht? Und stehen Sie nur für soziale Gerechtigkeit oder auch für Ökologie und Klimaschutz? Und ist das überhaupt ein Widerspruch? Dazu ist der Parteichef bei uns im Sommerinterview. Guten Tag, Bernd Rieksinger. Guten Tag. Herr Rieksinger, dieses Jahr ist für uns alle völlig anders verlaufen, auch schwieriger, als wir das geahnt haben. Wenn ich auf die 7 Monate zurückblicke, fällt mir nicht so richtig ein großer Erfolg der Linken ein, den Sie zu verbuchen haben. Fällt Ihnen da was ein? Ja, mir fällt schon einiges ein. Also erstens mal haben wir in Thüringen geschafft, wieder den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir haben ein sehr gutes Wahlergebnis in Bremen und Hamburg gehabt. Die Linke hat eine positive Mitgliederentwicklung. Also wir wachsen, wir kriegen viele junge Leute dazu, die sich für uns engagieren, insbesondere auch als Reaktion gegen rechts. Also viele sagen, wir müssen was machen gegen die Rechten, engagieren uns bei den Linken. Also wir haben keine ganz schlechte Zeit. Frage ich trotzdem mal umgekehrt, was ist denn Ihr größter politischer Fehler gewesen dieses Jahr? Ich glaube, der größte Fehler war, dass ich zu flapsig war auf der Strategiekonferenz, als diese ganze Geschichte aufkam. Ansonsten glaube ich, politisch haben wir vieles gut gemacht. Wir haben jetzt auch während der Pandemiezeit keine Zeit, gerade für die Opposition. Wir haben das gemacht, was eine Opposition machen muss, eine Linke. Wir haben die sozialen Fragen in den Vordergrund gestellt. Wir haben für besseres Kurzarbeitergeld gekämpft, für Mieterschutz gekämpft und wir haben für eine bessere Pflege und für eine bessere Bezahlung der Pflege gekämpft und sind, glaube ich, gar nicht so schlecht da durchgekommen. Lassen Sie uns trotzdem noch einmal kurz bei der Strategiekonferenz bleiben, die Sie angesprochen haben, weil das nicht alle kennen, zeigen wir die Szene noch einmal. Energiewende ist auch nötig. Nach einer Revolution und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Ja, Herr Rieksinger, Ihre Parteifreundin will Reiche erschießen. Sie sagen, Sie werden sie zur Zwangsarbeit verpflichten. Ist das Ihr Demokratieverständnis? Ja, beides trifft nicht zu. Also ich bin erstens Kriegsdienstverweigerer. Wir erschießen niemand. Wir wollen, dass Reiche und Vermögende in diesem Land endlich mehr Steuern bezahlen, einen besseren Beitrag für das Gemeinwohl leisten. Ich habe da nicht richtig reagiert und habe mich auch dafür entschuldigt. Damit muss es ehrlich gesagt auch genug sein. Wie gesagt, wir haben klare Vorstellungen, was wir mit Reichen und Vermögenden machen wollen. Wir wollen, dass Millionäre und Milliardäre mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann. Und dafür steht die Linke. Aber woher kommt dieser Hass auf Reiche? Es ist da ja jetzt niemand aufgestanden und hat protestiert. Ja, wir haben ja gar keinen Hass auf Reiche. Auch die Genossin hat es ja gar nicht so gemeint. Deswegen hat es auch gar niemand aufgegriffen, der dabei war. Sondern das waren ja andere Leute, die das dann aufgegriffen haben. Finde ich auch eine üble Kampagne gegen uns gemacht haben. Aber nochmal zur Richtigstellung. Wir haben keinen Hass, aber wir akzeptieren nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergeht, dass vor der Corona-Krise die Reichsten noch reicher geworden sind, während doch jetzt viele große soziale Nöte haben und mit 60% Kurzarbeitergeld kaum über die Runden kommen. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir in diesem Land für Verteilungsgerechtigkeit einstehen und sagen, es gibt so viel zu machen, so viel zu investieren in Bildung, in das Gesundheitswesen. Wir haben einen Pflegenotstand bei uns und da müssen eben diejenigen, die gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Reichtum, einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten. Darüber kann man ja auch reden, über Umverteilung, genau. Machen wir auch gleich noch. Nur die Frage, ist ja auch unser Programm. Die Frage ist eben trotzdem, wenn jemanden das Wirtschaftssystem stört, überhaupt stört, dass die Verteilung nicht richtig ist, dann kann man ja trotzdem unterstellen, dass diese Menschen, die Reichen auf, sage ich jetzt mal, die meisten auf legalem Weg zu diesem Reichtum gekommen sind. Weswegen bekämpfen sie dann nicht das System oder sagen, daran muss sich etwas ändern, sondern es kulminiert in einer Gegenrede, in Hass auf Reiche? Nein. Nein, wir haben gar keinen Hass auf Reiche und es geht auch gar nicht um eine persönliche Frage, sondern es geht tatsächlich um eine Systemfrage. Reichtum wird in der Regel auch nicht erarbeitet bei uns. Es gibt natürlich welche, die sich im bescheidenen Reichtum erarbeiten können,
Aber die Milliarden, die man bekommt, wenn man große Aktienpakete hat, die werden in aller Regel vererbt und sie werden erworben, indem man andere Leute Arbeit sich aneignet und davon lebt und seinen Reichtum vermehrt. Und dagegen sind wir. Wir sind nicht gegen erarbeiteten Reichtum. Und es ist doch klar, wir hatten noch nie so einen großen Gegensatz zwischen Arm und Reich in unserer ganzen Nachkriegsgeschichte, dass 1% der Reichsten 35% des gesamten Vermögens besitzt, während die Hälfte der Bevölkerung gar kein Vermögen besitzt und auch keine Chance hat, Vermögen zu erarbeiten, ist doch nicht gerecht. Herr Riezinger, dazu kommen wir auch gleich noch. Ich möchte Ihnen noch einen anderen, wenn Sie sagen, es gibt keinen Hass gegen Reiche, einen anderen Einspieler von derselben Strategiekonferenz in Kassel zeigen. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament. Das sollten wir doch nutzen. Herr Riezinger, dieser Mann ist Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten gewesen. Er lässt das jetzt ruhen, geht aber im Bundestag ein und aus. Die Frage ist, was ist das für ein Verständnis von parlamentarischer Demokratie? Wir haben sofort klargestellt und im Übrigen auch der Bundestagsabgeordnete, dass das keine akzeptable Position ist. Die Linke bezeichnet sich außerordentlich engagiert an der parlamentarischen Arbeit. Das sehen Sie auch. Wir sind die Partei, die am meisten Anfragen stellt, die am meisten Anträge macht. Und wir benutzen das Parlament nicht als Bühne, sondern wir haben das Ziel, dort was zu erreichen. Was richtig ist, die Linke ist auch außerparlamentarisch engagiert. Sie ist dabei, wenn Leute streiken, sie unterstützt die. Sie ist dabei, wenn Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Sie ist dabei, wenn gegen Rassismus demonstriert wird. Wir bringen beides zusammen. Also wir nehmen aber die parlamentarische Arbeit genauso ernst wie unser außerparlamentarisches Engagement. Man sieht da jetzt aber keinerlei Protest im Saal. Jetzt naja, aber auch keinen Beifall. Also, das ist richtig, jetzt aber keine, eben auch keine Position, die in irgendeiner Form mehrheitsfähig in der Linken ist. Das wurde auch klargestellt. Es ist auch nicht ganz fair, einzelne Stimmen unter Hunderten von Beiträgen rauszunehmen, die dann skandalisiert werden. Diese Strategiekonferenz war außerordentlich gut. Wir haben uns damit befasst, wie wir die Frage der sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes zusammenbringen. Und die Linke hat deutlich gemacht, dass sie das gut kann, dass sie im programmatischen Aufbruch hat, einen strategischen Aufbruch hat und dass für uns soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz eines sind, zusammengehören, nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Dennoch, der Mann ist Sprecher der antikapitalistischen Linken, einer Gliederung ihrer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wenn Sie solche Sätze hören, müssten Sie doch eigentlich ganz froh sein, dass der Verfassungsschutz da ein Auge drauf hat. Ja, das halte ich für einen Witz. Also, dass die Linke überhaupt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir haben keinerlei militaristische praktische Richtung. Wir haben auch keine extremistische Richtung, sondern wir wollen die Gesellschaft verändern im Interesse der Mehrheit, im Interesse der Beschäftigten. Das ist keine extremistische Haltung? Naja, also ich meine, wenn Sie jetzt eine Stimme rausnehmen, die nicht akzeptiert wird in der Partei oder die auch keine Chance auf eine Mehrheit hat, dann können Sie damit nicht praktisch die Linke in ein Boot stellen damit, sondern Sie müssen schon sehen, was wir machen, für was wir stehen, für was auch die Vorsitzenden dieser Partei stehen. Und es ist in der Tat für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft, aber zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit, Beschäftigungssicherung. Wir kämpfen gegen Armut und Kinderarmut. Das ist unsere Aufgabe, unser Schwerpunkt. Und das wird auch von 99% der Parteimitglieder so geteilt. Wer sowas sagt, muss trotzdem die Partei nicht verlassen. Naja, Sie wissen, dass jede Partei nicht einfach Leute ausschließen kann. Damit sollte man auch nicht praktisch offensiv sein. Aber er wurde sofort freigestellt von dem Abgeordneten. Es wurde auch deutlich gemacht, für was die Linke steht. Und wir sollten das jetzt nicht benutzen zur Ablenkung über die eigentlichen Botschaften der Linken, nämlich, dass wir eine soziale Schieflage in diesem Land haben, dass wir viele Krisen haben, die wir bewältigen müssen, auch eine Klimakrise, und dass wir dort politische Antworten haben und dass die Linke eine Partei ist, die dort glaubwürdige und zukunftsfähige Antworten hat.
Die antikapitalistische Linke, von der wir schon gesprochen haben, hat trotzdem noch eine Botschaft gesetzt. Deren Mitglied ist auch Barbara Borchert, die in Mecklenburg-Vorpommern zur Landesverfassungsrichterin gewählt worden ist. Finden Sie, dass das beides zusammengeht, in der antikapitalistischen Linken zu sein? Die antikapitalistische ist eine Richtung. Es ist ja geradezu das Verdienst der Linken, dass sie verschiedene Strömungen und Richtungen der Linken, lange Jahre sektiererisch waren und Kleindasein führten, dass sie die zusammengebracht hat, dass wir die unter einen Hut gebracht haben, und zwar in einem Programm, das große Zustimmung gefunden hat. Das ist unsere Leistung, und darauf sind wir ehrlich gesagt auch stolz. Die Frage ist trotzdem, ist das also wenn jemand, der in einer Gliederung tätig ist, die vom Verfassungsschutz... Sie wurde von nahezu allen Parteien gewählt. Und Stimmen haben ein Recht, praktisch in unseren Institutionen vertreten zu sein. Also wir sollten über die Inhalte diskutieren, die dort vertreten werden. Unser Grundgesetz schreibt nicht die Wirtschaftsform vor, sagt nicht, dass der Kapitalismus die beste aller Welten ist, sondern unser Grundgesetz lässt offen, welche Wirtschaftsform wir uns geben. Und wir wollen uns eine deutlich sozialere und bessere Wirtschaftsform geben, als wir die derzeit haben. Eine Provokation war die Wahl oder die Aufstellung der Kandidatin trotzdem? Das kann sein, dass sich da welche provoziert gefühlt haben, aber sie haben sie ja trotzdem gewählt, auch die Vertreter und Vertreterinnen der CDU. Jetzt haben wir viel über extremistische Dinge in Ihrer Partei gesprochen, die der Verfassungsschutz beobachtet. Sie sind aber auch, wenn man so will, Opfer von Extremismus von der anderen Seite, von rechts. Da gibt es Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende Ihrer Partei in Hessen, aber auch die Bundestagsfraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, die E-Mails unterzeichnet mit NSU 2.0 bekommen haben, Droh-E-Mails. Gibt es eine Spur, die in Hessen auch zu Computern der hessischen Polizei führt. Haben Sie den Eindruck, dass die hessischen Behörden da hart genug ermitteln? Naja, den Eindruck konnte man nicht gewinnen. Es ist ja nicht umsonst, dass der Polizeipräsident in vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Es ist eigentlich ein Unding, dass über Monate lang die Fakten bekannt waren, sie nicht der Öffentlichkeit zugetragen wurden, aber auch den betroffenen Personen nicht vermittelt wurden. Und das ist ja doch keine Kleinigkeit, wenn du Morddrohungen bekommst, die unterschrieben sind mit NSU 2.0 und die doch konkret sind und wo wir wissen, dass die Rechten inzwischen vor Gewalt gegen Personen nicht mehr zurückschrecken und auch den Worten Taten folgen lassen, finde ich das keine Kleinigkeit. Es ist eine hohe Bedrohung. Es ist auch kein Zufall, dass es ausschließlich Frauen sind bisher. Wir alle haben Morddrohungen bekommen, und aber konkret jetzt in diesem von NSU 2.0 und dann noch auf Polizeicomputern Daten ermittelt wurden, die man anders nicht ermitteln kann. Was erwarten Sie denn da jetzt? Ich erwarte, dass da jetzt schnelle Aufklärung erfolgt. Es wurde ja ein Sonderermittler eingesetzt, aber ich erwarte auch, dass Transparenz hergestellt wird über die Dinge, und ich erwarte, dass die Politikerinnen, die Morddrohungen haben, ausreichend geschützt werden. Sie haben eben schon über Umverteilung gesprochen. In der Corona-Krise ist das wieder ein Thema geworden. Wem muss man helfen? Mit wie viel Geld? Da ist Ihre Antwort, es soll eine Vermögensteuer geben, eine Vermögensabgabe. Ist neue Steuern zu bezahlen in einer Zeit, wo wir möglicherweise in einer Wirtschaftskrise sind oder die unmittelbar bevorsteht, neue Steuern wirklich der richtige Weg? Naja, die Bundesregierung macht da die Erzählung, wir haben das Land gut durch die Krise gebracht und die Menschen, und das stimmt einfach nicht, sondern wir haben eine soziale Schieflage. Nehmen wir nur die Pflegekräfte, die wurden beklatscht im Bundestag von allen Parteien, haben aber nichts bekommen, keine Lohnerhöhung. Jeder weiß, dass sie zu gering bezahlt sind, dass man mehr Pflegekräfte braucht, ist eine Schieflage. Die Erwerbslosen haben gar keinen Schutz bekommen, die Menschen, die im unteren Skala der Gesellschaft sind, die weniger verdienen, die mittleren Verdienste müssen oft mit 60% Kurzarbeiter Geld vorlieb nehmen, kommen kaum über die Runden, können ihre Miete nicht bezahlen. Diese soziale Schieflage müssen wir beseitigen. Und es sollte jetzt zum ersten Mal so sein, dass in einer großen Krise nicht die Rentner und Rentnerinnen,
nicht die Erwerbslosen und nicht die Beschäftigten bezahlen, sondern die von den letzten Jahrzehnten profitiert haben, gewaltiges Vermögen angesammelt haben, die Millionäre und Milliardäre, und dass die jetzt eine einmalige Vermögensabgabe bezahlen, die mit 10% anfängt bei entsprechend hohen Freibeträgen, das finde ich vernünftig und dafür ist es höchste Zeit. Das finden nicht alle vernünftig, auch in der Wissenschaft nicht. Wirtschaftsforscher sind da sehr kritisch. Wir haben Clemens Fuß vom IFO-Institut, der seine Meinung dazu einmal sagen kann. Ja, jetzt eine Vermögensabgabe einzuführen, das wäre wirklich Gift. Das ist der völlig falsche Weg. Wir wollen ja, dass die Wirtschaft sich erholt nach der Corona-Krise. Wenn wir jetzt eine Vermögensabgabe einführen, dann würden die Unternehmen, die sowieso einen großen Teil ihres Eigenkapitals verloren haben, noch mehr geschädigt und die Wirtschaft würde weiter abstürzen. Das ist also der völlig falsche Weg. Das ist die Meinung von Clemens Fuß vom IFO-Institut. Sie sagen, es gibt auch andere Meinungen. Die Frage ist, ab wann greift Ihre Vermögensabgabe? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin-Mitte vor 15 Jahren eine Wohnung gekauft habe für, weiß der Himmel, 200.000 Euro, dann bin ich jetzt Vermögensmillionär, auch wenn ich keinen einzigen Cent auf der Bank habe. Wir haben ja schon bei unserer Vermögenssteuer eine Konzeption, dass die erste Million nicht davon berührt ist, also die Häuslesbesitzer und Wohnungsbesitzer sind gar nicht berührt, und dass wir sogar für Betriebsvermögen einen Freibetrag von 5 Millionen machen. Bei der Vermögenssteuer jetzt, bei der Vermögensabgabe werden die Freibeträge eher höher sein, aber wir werden dann auch höher einsteigen mit 10%. Das ist eine einmalige Abgabe, die gemacht werden soll, die auch auf mehrere Jahre gezahlt werden kann. Und wo wir auf keinen Fall wollen, ist, dass kleinere und mittlere Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind. Aber wie gesagt, wir haben so einen enormen Reichtum. Die 45 reichsten Familien besitzen bei uns ein Vermögen, das mehr ist als, wie gesagt, die untere Hälfte der Bevölkerung. Das geht in die Hunderte und Tausende von Milliarden. Und das wird auch gar nicht alles investiert in die Wirtschaft. Im Gegenteil, das wird angelegt in die Dritt- und Viertvilla, in die Dritt- und Viertjacht. Das ist unnötig. Und deswegen müssen die endlich ordentlich Steuern bezahlen, damit, wie gesagt, die kleinen Leute nicht wieder die ganzen Krisenlasten tragen müssen. Die Bundesregierung geht jetzt einen anderen Weg und entlastet bei der Steuer, bei der Mehrwertsteuer vor allen Dingen. Das haben Sie kritisiert, aber die Zahlen zeigen jetzt, in den vergangenen Wochen ist der Konsum deutlich angezogen. Also wirkt es eigentlich? Müssen Sie da Ihre Kritik zurücknehmen? Ah, das wirkt nur zum Teil. Wir sind ja auch nicht grundsätzlich für die Mehrwertsteuer. Das ist ja eine unsoziale Steuer, weil alle unabhängig vom Einkommen gleich viel bezahlen müssen, aber die Wirkung ist begrenzt. Man hätte praktisch mit den Summen, ja, von über 20 Milliarden Euro, was das kostet, hätte man gezielter die unteren und mittleren Einkommen und auch die Erwerbslosen stärken können. Da wäre viel mehr in den Konsum gegangen, weil eben bekanntlich die Menschen, die geringere Löhne haben oder die gar geringe Renten haben, mehr von ihrem Einkommen konsumieren als Menschen mit hohem Vermögen. Aber in einem Land, wo die Schlüsselindustrie, die Automobilindustrie ist, muss man ja auch Anreize, wenn man die Wirtschaft retten will, liefern, damit sich jemand einen BMW oder einen Porsche kauft. Naja, ich glaube, die Leute, die sich wirklich einen teuren BMW oder Porsche kaufen können, die brauchen diese Anreize in aller Regel nicht. Aber es gibt Leute, die können das alltägliche Leben nur schwer bewältigen. Die brauchen dringend mehr Geld, und es ist alle Erfahrung und alle wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen ja auch, dass die Menschen, die weniger Einkommen haben, fast alles in den Konsum stecken. Also wenn Sie was für die Wirtschaft tun wollen, dann müssen Sie die Löhne stärken, Sie müssen einen höheren Mindestlohn machen. Nicht, dass er jetzt in 2 Jahren gerade mal über 10 Euro geht, sondern 12, 13 Euro. Und Sie müssen die mittleren Einkommen stärker anheben. Das nützt auch tatsächlich der Kaufkraft für die gesamte Wirtschaft. Herr Rieksinger, eigentlich hätte hier ein Überraschungsgast der Linken heute sitzen sollen. Denn eigentlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre die Wahl zum neuen Parteivorstand schon im Juni gewesen. Jetzt ist für Ende Oktober der Parteitag anberaumt. Treten Sie da noch mal an?
Wir haben beide gesagt, Katja Kipping und ich, dass wir das Ende August bekannt geben, unsere Entscheidung, was wir machen. Und dabei bleibt es auch, wir wollen nicht wie andere Parteien jetzt eine ewige Debatte ums Personal machen, sondern wir wollen das machen, was die Leute von uns erwarten. Wir wollen politische Antworten geben auf die größte Krise der letzten Jahrzehnte, auf die soziale Schieflage im Land. Und wir wollen radikalen Klimaschutz machen, die soziale Frage und den Klimaschutz zusammenbringen. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir als Parteivorsitzende bis zum Parteitag. Andere Parteien beteiligen ihre Basis aber an der Suche nach einem Vorsitzenden. Hat die Linke da quasi Nachholbedarf an der Basisbeteiligung? Nein, wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir auf dem Parteitag die neuen oder die alten Vorsitzenden wählen. Das, wie gesagt, die Entscheidung steht noch aus. Damit fahren wir gut. Ich glaube, dass andere Parteien nicht nur gute Erfahrungen gesammelt haben. Also das ganze Theater, das die SPD hatte, eine ewig lange Führungsdiskussion, das wollen wir doch der Linken ersparen. Wie gesagt, wir haben viel zu tun. Jetzt die Herausforderungen sind groß und diesen politischen Herausforderungen wollen wir uns auch stellen mit viel Optimismus. Und ich glaube, wir haben auch gute Konzepte für die Zukunft. Jetzt sind Sie auch nicht ganz unumstritten in der Partei. Nicht alle wollen, dass Sie unbedingt noch mal weitermachen. Wir haben in Berlin-Marzahn, wo die Linke das Direktmandat im Bundestagswahlkampf erzielt hat, gefragt, was man von Bernd Rieksinger erwartet. Es ist ja so, dass man als normaler Wähler schon sich orientiert an Personen. Also Personen, die einen entweder sympathisch sind oder nicht. Und wenn man sich da nicht so viel mit befasst, dann... Also ich war mal Gysi-Fan. Gysi ist ja nun auch nicht mehr da. Ich mag die Wagenknecht auch sehr gerne. Aber sonst fehlen mir die Gesichter dazu. Wer sind die Gesichter der Linken? Wer soll beispielsweise bei der Bundestagswahl das Gesicht der Linken sein? Ach, wir haben viele Gesichter und wir haben, unsere Aufgabe war ja wirklich eine gesamtdeutsche linke Partei mit aufzubauen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Als wir die Linke ist eine sehr junge Partei. Wir sind gerade mal 13 Jahre alt. Und wir haben die Aufgabe gehabt, uns im Westen besser zu verankern. Und wir wollen eine Partei haben mit einer gut ausgebildeten Basis, mit einer aktiven Basis, eine Partei, die von vielen Schultern getragen wird. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und die Linke wird überwiegend wegen ihrem Programm gewählt. Die Leute wissen, wir brauchen eine Partei, die dafür steht, dass es in diesem Land sozial gerechter zugeht, dass radikaler Klimaschutz betrieben wird, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Dafür brauchen wir eine Partei, weil die anderen Parteien das längst nicht mehr machen. Ein Gesicht Ihrer Partei ist aber zum Beispiel Bodo Ramelow, der Ministerpräsident in Thüringen, der gerade ein Zeichen gesetzt hat. Er hat einem AfD-Abgeordneten im Landtag den Stinkefinger gezeigt. Ist das die Auseinandersetzung, die parlamentarische der Linken, die Sie zeigen wollen? Naja, ich finde, dass man eine Partei, die wirklich Hetze betreibt, ja, die andere Menschen verunglimpft, die offensiven Rassismus betreibt, die vernetzt ist in den ganz rechtsradikalen Bereich hinein, dem kann man auch mal den Stinkefinger zeigen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, ich glaube, man soll das nicht im Landtag machen. Das hat er aber selber auch eingeräumt. Er hat gesagt, okay, der Landtag ist nicht der richtige Ort dafür. Aber dass man dann mal sagt, okay, das geht so nicht, das finde ich okay. Das ist Ihre Haltung, wie die politische Auseinandersetzung passieren kann. Wenn wir aufs nächste Jahr gucken, da ist eine Bundestagswahl. Rot-Rot-Grün ist eine mögliche Option. Die im Umfragen sagen, im Augenblick dafür reicht es nicht. Ist das etwas, was Sie sich trotzdem gut vorstellen können, da mitzuregieren? Naja, es ist erstmal so, das geht eine Epoche zu Ende. Frau Merkel tritt nicht mehr an. Und es ist eben die Frage, gibt es einen grundlegenden Richtungswechsel in der Politik? Dafür stehen wir. Also wir wollen die politischen Verhältnisse ändern. Wir wollen armutsfeste Renten. Wir wollen aktiven Klimaschutz und sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wir wollen die Mindestlöhne erhöhen. Das haben Sie gerade jetzt schon mal gesagt. Die Frage ist, wie viel braucht die Linke? Wie viel Prozent braucht die Linke? Was ist Ihr Ziel, damit Sie mitregieren können? Ja, wir wollen auf alle Fälle zweistellig werden bei der Bundestagswahl. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die CDU als Regierungspartei endlich abgelöst wird. Ob das alle anderen Parteien machen, die Grünen und die SPD,
SPD, das werden wir sehen. Wir sind ja nicht alleine. Und die Grünen zumindest halten sich gerade alle Optionen offen, also haben sich nicht dazu geäußert, ob sie wirklich die CDU ablösen wollen. Wir wollen sie ablösen. Sagt Bernd Rieksinger, der Parteichef der Linken. Herzlichen Dank für den Besuch im ARD-Sommerinterview, das hiermit auch schon wieder zu Ende geht. In der kommenden Woche ist Markus Söder, der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, bei uns zu Gast. Bis dahin. Tschüss. Bedanke mich auch.